Doch, er wollte einen ehrenvollen Kampf. Das habe ich schon vorgelesen. Gut. Ich muss in die Richtung. Ich muss da hoch, ich muss da hoch. Wo fahr ich denn hin? Ich muss da hin. Da lang. Hui. Was ist das denn? Machen die Pfeile? Hui. Ich dachte, ich kriege einen fetten Jump Boost. Naja, was soll's. Da ist die Höhle. Da, wieder taufrisch. Oh nee. Oguachi chapa chipa, no ye makashi. Unchimo, uban choyo ni paisti potoka. Ich kann Meisterin Kiwiks überhaupt nicht mehr spüren. Kuka du choski na wa kuchu sa, yo makta chi pompota. Ja. Du ziehst mit deinen Leuten die Aufmerksamkeit der Bestie auf euch. Ich bleibe hinter euch und überrasche sie dann. Ich glaube kaum, dass diese Javas das überleben werden. Mir doch egal. Wenn ich schon ein Schwert des dunklen Jedi habe, dann will ich schon dunkler Jedi sein. Wehe, du machst mich wütend. Dieser Sanddämon ist nichts im Vergleich zu mir. Egal, das muss einfach sein. Auch ein bisschen Wu-Wu von 20. Na dann. Steh die voll rum, lenkt die Biester ab. Sind sie alle tot. Wer hätte das gedacht? Ich
überhaupt auf die Anzahl von 20? Scheint mir nicht so. 10, 11, 12, dann 13. Da kommt Nummer 13, 14, hier gerade eigentlich richtig. Ich glaube nicht. Hä? Ach, da... Da oben geht's weiter. Oh. Da oben geht es weiter. So, jetzt ist der Briggs hier auch verschwunden. Liegt der jetzt auch dort tot rum? Mal so ganz doof gefragt. Oh, mit meinem Trinken willst du mich verarschen? Sehr schön. Grafik hier kaputt, kann das sein? Jetzt nicht mehr. Stille. Endlich. Ich kann wieder atmen. Ich bin schon so lange hier unten. Ruhig, Meisterin. Lasst uns euch helfen. Kira und der Padawan von Orgis. Ihr seid beide anders. Was ist passiert?
Im Moment zählt nur, dass ihr in Sicherheit seid. Ich konnte diese Waffe nur überleben, indem ich mich in eine tiefe Trance versetzt habe. Die Macht selbst ist zu meiner Rüstung geworden. Das Halten der Trance hat mich erschöpft. Meine Kraft ist so gut wie erloschen. Gibt es Wunden zu versorgen? Die Verletzungen, die ich erlitten habe, können nur durch Zeit und Meditation geheilt werden. Ihr wart schrecklichen Gefahren ausgesetzt. Das vergesse ich nicht. Hier seid ihr. Ich wollte gerade zur Hilfe kommen, als die Sensoren angezeigt haben, dass die Schocktrommel deaktiviert wurde. Ihr habt es geschafft. Aber die arme Familie von Brick. Ich habe sie in der Höhle gesehen. Was ist passiert? Ich habe euch angefleht, sie zu beschützen, und ihr habt sie als Kanonenfutter benutzt. Und du kommst erste Hilfe, wenn alles vorbei ist. Das ist die faulste Ausrede, die es gibt, Frau. Der Sanddämon war zwischen uns und der Schocktrommel. Wir hatten keine Wahl. Rick, es tut mir so leid. Warte, Miss Kutsche. Ja, Kutsche. Unsere Trauer muss warten, bis die aktuellen Gefahren überwunden sind. Selbst jetzt, wo sie abgeschaltet ist, bleibt die Waffe eine Bedrohung. Ihr kennt die Situation am besten. Was sollen wir tun? Diese Technologie darf nie wieder in die falschen Hände geraten. Wir sollten die Höhlen mit Sprengladungen zum Einsturz bringen. Was? Die ganze Arbeit? Die Leute, die für den Schutz der Waffe gestorben sind? Denkt daran, wie viele sonst gestorben wären. Die Galaxis ist besser dran ohne solche Waffen. Ich kümmere mich um die Schocktrommel. Ihr solltet zu eurem Schiff zurückkehren und General Vasatra darüber informieren, was passiert ist. Jetzt, wo der Sanddämon tot ist und die Imperialen fort sind, solltet ihr in Sicherheit sein. Bevor wir gehen, ihr müsst etwas wissen. Und ich will, dass ihr es von mir erfahrt. Ich habe nie von meiner Kindheit erzählt. Ich bin nicht, wer ihr glaubt. So viel von dir ist nun klar für mich, Kira. Doch in einem Punkt irrst du dich. Du bist genau diejenige, für die ich dich halte. Eine starke, fähige junge Frau. Eines Tages wirst du ein großer Jedi sein. Mit einer großen Klappe. Wenn ihr sehen könntet, was sie alles erreicht hat, wärt ihr stolz. Wir treffen uns auf Tython wieder. Möge die Macht mit euch sein. Ja. Na dann. Haben wir den Planeten auch abgeschlossen. Was haben wir hier unten? Ja. Schützende Barriere. Heilt bei Schaden. 1 Minute 34. Das habe ich doch gar nicht ausgewählt. Wo ist eigentlich schon wieder mein Roadrunner hin? Der ist irgendwie schon wieder weg. Das gefällt mir gar nicht. Da ist er wieder. So, ich muss jetzt noch von Nashada oder Taris, Nashada. Ich weiß gar nicht, irgendwas noch die Story müssen machen. Die konnte ich ja beim Verlassen des Planeten nicht anklicken.
Wo muss ich hin? Schön, wird mir nicht angezeigt. Wo ist der Raumhafen? Ich würde das gerne mal angezeigt bekommen. Das ist beschiss, sonst wird mir das da oben angezeigt. Anchorhead. Ah, okay, nee, das ist auf jeden Fall hier oben. Im Norden. Moin, moin, Time Master. So. Mein Roadrunner ist auch mitgekommen. Nice. Oh, wie die Kühner. Plattenfühler weg. Weg. Alles verkaufen einmal. Danke. Woanders runter. Das? Was ist denn das? Dings mit Stern? Erkundungsmission. Hab ich die schon gemacht, wo ich auf dem Planeten gelandet bin? Keine Ahnung. Ist mir auch Schnuppe. War hier Raumschiffteilehändler. Ich wusste, glaube ich, sogar schon alles haben. Das ist die Tatooine-Bonusreihe. Die kommt erst, nachdem man die Hauptplanetenkasse kommt. Ach so. Na dann fahren wir doch noch mal zurück. Schafft euren Jungen rein. Uns bleiben 10 Minuten, bis der Sturm losgeht. Was ist mit Chesla? Sie ist nicht dumm. Sie wird schon kommen. Und jetzt los! Ihr solltet auch eingehen. Ein Sandsturm zieht auf und der Raumhafen dient als Schutz. In der nächsten Zeit herrscht absolutes Start- und Landeverbot. Ihr könnt nicht alle Leute selbst warnen. Ich werde rausgehen und sie zurückbringen. Lasst nur das Tor offen. Von einem Jedi hätte ich nichts anderes erwartet. In Ordnung, aber beeilt euch. In 20 Minuten riegeln wir alles ab. Los! Ja. Wir haben alles Mögliche getan. Jetzt warten wir. Sieht aus, als wären wir nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Allerdings haben wir 3 Generatoren verloren. Es ist wohl aufregender zu kämpfen. Ich habe gehört, ihr habt es mit einem Sith Lord aufgenommen, der in der Wüste Beben fabriziert hat. Ja. Mein Leben ist ziemlich hart, aber ich schaue nicht auf Leute herab, die nicht andauernd um ihr Leben kämpfen. Nicht mal ein bisschen? Aber diese Leute haben es eben alles andere als leicht. Die Piraten, Sandstürme und Sandleute verlangen ihnen mehr ab, als sie vertragen können. Wenn ihr abreist, ohne eure Arbeit hier zu beenden, wird es nicht mehr lange dauern, bis das Imperium diesen Planeten für sich beansprucht. Ich soll bleiben. Aber ich habe alles erledigt, weshalb ich gekommen bin. Und währenddessen habt ihr vielen Leuten geholfen. Wäre es denn so schlimm, wenn ihr euch einmal darauf konzentrieren würdet? Nur ein vereintes Tatooine hat eine Chance.
Wir brauchen Gemeinschaften, die zusammen gegen die Kriegsherren und Monster bestehen können. Unsere große Hoffnung ist Espelar. Ein Handelsposten, wo Farmer, Javas und Anführer aus einem halben Dutzend Städte Informationen austauschen. Das Imperium will ihn vernichten. Wie will das Imperium ihn vernichten? Der Sandsturm hat die Verteidigung von Espelar zerstört. Jetzt werden die imperialen Saboteure losschicken. Ihr müsst den Leuten dort Raum zum Atmen verschaffen und ihnen beim Wiederaufbau helfen. Haltet die Imperialen auf. Begebt euch in die Stadt und helft diesem Planeten, eine stolze, unabhängige Gesellschaft zu werden. Oder gebt auf und geht. Eure Wahl. Ich bin ein Truffgänger. Ich mach das. Nach da hinten muss ich. Dahin. 5. Ah, noch nicht bereit. Oh, nö, so lange warte ich nicht. Dann nehme ich hier den Gleiter. Wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Sie haben jetzt ja. Aha, du machst das. Du machst Ihr Wunsch das. Ist Ihr Befehl. Die Angelegenheit ist so gut wie erledigt. Und du machst das. Dank. So. Besiege die imperialen Saboteure. Deine Interface, beziehungsweise hast du das Spiel erst mal angefangen? Nein. Ich spiele schon ein ganzes Weilchen. Ich habe vor knapp einem Jahr schon auf der dunklen Seite gespielt. Die helle Seite spiele ich jetzt auch schon seit ein paar Monaten. Und ja. Und warum kleines Interface? Mir reicht das so. Oh.
alles gut, alles gut. So schnell stirbt niemand. Außerdem, spiele ich halt, ich möchte und nicht wie andere das wollen. Jetzt schon wieder. Ihr seid der Jedi, den Galen geschickt hat, oder? Nö, ich tu nur so. Der alte Mann ist etwas schräg, aber er hat seine hellen Momente. Ich bin Bürgermeisterin Eiren und dieses Sandloch gehört mir. Imperiale Saboteure waren zu eurem Außenposten unterwegs. Sie wollten ihn zerstören. Wirklich? Oh, wer hätte das gedacht? Galen meint, dieser kleine Außenposten sei der Schlüssel, um diesen Planeten zu vereinen. Ich würde das gerne ähnlich sehen, aber ich habe andere Sorgen. Den Sandstürmen folgen stets die Sandleute. Und da draußen gibt es Dutzende ihrer Stämme. Außerdem Piraten, zerstörte Ausrüstung. Die Devise lautet, verschwinden oder abgeschlachtet werden. Warum glaubt ihr und Galen, dass dieser Außenposten so wichtig ist? Der Außenposten sorgt für Handel. Handel sorgt für Gemeinschaft. Gemeinschaft sorgt für einen souveränen Planeten, der sich selbst verteidigen kann. Nichts Außergewöhnliches, aber eben ein Anfang. Macht euch selbst ein Bild. Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Wenn sich die Situation nicht bessert, seid ihr wohl unser letzter Besucher. Ja. Im Moment ist es in der Wüste ruhig. Zu schade, dass das nicht anhalten wird. Ich bin Yunta Galt, Anführer der Anchorhead-Miliz in diesem Gebiet. Wir könnten hier draußen eure Jedi-Weisheit gebrauchen. Ich habe zu viele gute Leute der Miliz an die Sandleute verloren. Ich habe nur noch verweichlichte Rekruten und niemanden, der sie zu kämpfen lehrt. Zurückhaltung, Vorsicht, Verteidigung. Ich werde sie gut ausbilden. Das ist sehr großzügig von euch, Jedi. Danke. Entschuldigt, Sir. Ich dachte, ihr würdet vielleicht gern von der Wache abgelöst. Ich bin noch nicht müde. Hier ist jemand, den ihr kennenlernen solltet. Das ist Vastil,
Guter Soldat, aber ohne taktisches Wissen. Er führt unsere neue Einheit von Rekruten an. Denkt ihr, ihr könntet diese Männer unter eure Fittiche nehmen? Sie in das Territorium der Sandleute führen? Und ihnen zeigen, wie ein wahrer Krieger kämpft? Der ist ohne... der hat kein Wissen über taktische Führung und, soll aber eine ganze Gruppe übernehmen? Was ist denn das? Da kannst du dir auch gleich an der Wand stellen und abknallen lassen. Bringt die Rekruten raus. Wir fangen sofort an. Danke. Ich versichere euch, wir werden euch nicht aufhalten. Beweist es draußen im Sand. Vastil weiß, wo die Sandleute lauern. Geht mit ihm. Zeigt seiner Mannschaft, wie man kämpft. Okay. Hier ist noch so ein Ding mit einem Plus. Alles klar. Jetzt gehen erstmal die Quests so richtig los hier. Warte, was? Halbe Stunde bloß? Wo muss ich denn hin? Och komm. Ernsthaft. Wie groß ist denn das Gebiet? Nicht wirklich groß. Oh Mann. Bitte rennt mir hinterher. Alles klar. Die rennen mir einfach alle hinterher, die Dullis. John Leichtes. Hier noch? Sechser. Wo sind denn deine Kollegen? Schon einer tot? Was für ein Dulli. Ach komm. So schnell stirbt niemand. Kehr zurück. Soll ich ihn hier nochmal machen, genau? Wiederhole, bei diesem muss er ganz schön den Holt werden. Ja, zu verhindern. Kannst du am Beginn die Anstrengung nicht zu helfen? Sprich mit. Okay. Haben wir jetzt gemacht. Wir haben nur noch 5 Minuten. Beschiss. Da war das, glaube ich.
dass ich richtig war. Joa. Beeilung. Die Rekruten werden nicht lange ohne euch überleben. Hä? Da drüben. Schon wieder besiege die Sandleute? Hä, das habe ich doch gerade eben schon gemacht. Was soll denn das? Nee, sag bloß, die Typsis müssen alle überleben. Da haben sie bei mir aber schlechte Karten. Vor allem die 30 Minuten. Ich habe doch keine 25 Minuten oder so gekämpft. Ich bin doch da einfach nur durchgerannt. Ih, was ist das denn? Jetzt leben noch alle drei. Jetzt greift der da noch an. Und das der erste Down. Schön. So, Kerle. Hier schon wieder, hä? Ich kämpfe doch keine, wüsste ich nie wie lange. Halbe Stunde, das waren nur 10 Minuten höchstens. Ja, was soll's. Es sind ja nur noch 30 Minuten und dann werde ich was anderes zocken. Die aufs Level 51 komme ich heute nicht mehr. Es ist noch heute Mittwoch. Werde ich bestimmt Freitag nochmal eine Runde Star Wars streamen. Für 2-3 Stündchen. So viele Folgen für YouTube, das ist ja abnormal. Okay, jetzt sind sie gleich alle tot. 100 Pro. Ha, Mission gescheitert. Oh, das war so arschklar. Das war so arschklar, ey. Ach komm. Das ist doch nicht mehr normal. Die müssen ernsthaft alle überleben? Was sind das? Sind doch auch Sandleute, oder? Zählen die nicht auch darunter? So schnell stirbt die zählen nicht darunter!
das für eine Scheiße? Oh Mann, Mann, Mann. Jetzt muss ich so fahren, dass die nicht unbedingt in Kämpfe verwickelt werden, dass nicht so ein vierbeiniges Vieh mitkämpft. Und ich muss wieder Heilhäme bringen. Das ist doch voll der Babysitter-Job. Warum habe ich die Quest nochmal angenommen? Aber hier sind überall diese vierbeinigen Kackviecher. Da, der Tau frisch. Da kümmere ich mich jetzt um das Biest. Genau. Was ist das? Außer Gefecht. Mal du Arsch. Leben noch alle drei? Nö, lebt wieder nur zwei. Alter, komm schon. Viele noch? Fünfe. Ich kümmere mich um den hier, um die Lobo-Teile. Da ist wieder so ein vierbeiniges Mistvieh. Hier noch kümmern, dann haben wir alle so, und jetzt zurückfahren, ohne dass einer von euch stirbt, bitte. Mann, Mann, Mann. Da liegt euer Kollege, wow. Ei, ei, ei. Das geht ja mal gar nicht. Weh, ihr verreckt mir jetzt kurz davor, aber ey, nö, dann bricht die Mission ab. Wie lange noch? Ich wünschte, ich hätte dabei sein können. Allein das bisschen, das ich erspäht habe, hat mein Blut in Wallung gebracht. Er ist ein überragender Lehrer, Sir. Ich habe viel gelernt. Wie ich sehe, sind die Rekruten sicher zurückgekehrt. Hätte nicht gedacht, dass ich das noch erleben werde. Ich habe es genossen, sie anzuführen. Recht beeindruckende Kämpfer. Nicht so laut. Ich will nicht, dass sie mir jetzt vorlaut werden. Hä? Ich hab
doch nur 3 Missionen, hä? Das muss mir jetzt mal einer erklären. Aber hey, 2. Level erreicht. Es war mir eine Freude. Warte mal, was? Ich hoffe, das ist nicht wieder die gleiche Scheiße. Und schon wieder Geschenke ohne Ende. Aha. Was ist das? Ein Blaster. Das ist ein Low-Bob-Gerät. Das bringt mir nicht viel. Danke. Danke. So, wollen wir mal gucken. Nein. Danke. Ja. 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 Gut, Kira, wie sieht's denn bei dir aus? Ja. 77 Beherrschung, 90 Ausdauer, Präzision, Angriff. Du kriegst die auf jeden Fall schon mal. 54 Beherrschung, 63 Ausdauer, 54, 63, 8 Schildwert, 26, 8. Du kriegst das Höschen. Hier haben wir einen Gürtel. 47 Beherrschung, 37 Ausdauer. Da ist das Low-Bob-Gürtel dagegen. 54 Beherrschung, 63 Ausdauer. 463 Ausdauer. 22 Angriff, 13 Crit. Du kriegst das da. Und Kopf 47, 55. Das ist 1:1 der gleiche. Gut. Danke für eure Hilfe. Ich werde ihre weitere Ausbildung übernehmen. Ein Notfall. Ich wiederhole, hier spricht Cole Darba in der Mannister-Basis. Dies ist ein Notfall. Die Mannister-Basis wird angegriffen. Brauchen dringend Verstärkung. Ich werde gehen, Sir. Ich kann unsere restlichen Rekruten mitnehmen. Ihr wart auf einer Ausbildungsmission. Seid nicht so närrisch. Ich hasse es, euch nochmals zu fragen. Aber ich habe keine Wahl und noch weniger Zeit. Könntet ihr Vastil und die anderen in die Schlacht führen? Was? Ich soll die schon wieder mitnehmen? Wir sollten sofort aufbrechen. Ausgezeichnet. Vastil, nehmt die Reserverekruten und geht voraus. Ja, Sir. Wir brechen sofort auf. Babysitter Ike ist immer da. Gute Dienste leisten. Aber er ist unerfahren. Vergesst das nicht. Macht euch auf zur Mannister-Basis. Die Rekruten werden eure Hilfe brauchen, um die Angreifer abzuwehren, wer sie auch sind. Hey. Wo muss ich denn überhaupt hin? Geiles Aussehen. Cool. Nein, nein. Oh, jetzt habe ich schon Medikit genommen. Ich Dulli. Ich hoffe, Darko, wenn der wieder da ist, der muss das gleiche machen. So ein Babysitter-Job. Da lache ich ihn aber aus. Aber es fehlen eigentlich nur noch 2 Level, dann habe ich ihn wenigstens eingeholt.
das ist jetzt Tatooine und Alderaan. Davor war... Taris war davor, glaube ich, der Planet, wo ich war. Und da habe ich die Story-Mission aber nicht abschließen können, weil ich auf der Raumstation nicht das Ding anklicken konnte. Das heißt, ich hoffe es, dass ich es hier danach machen kann. Fahre ich jetzt eigentlich richtig? Ja. Wo sind sie denn? Hey. Und jetzt? Was ist mit dem los? Der ruht sich aus. Was ein Hund. Ein Glück, dass ihr hier seid. Kohl war schlau genug, sich nach dem Notruf zu verstecken. Aber jetzt haben sie uns festgenagelt. Es nützt alles nichts. Die Geonosianer schwärmen durch das ganze Vorratslager und stehlen unsere Vorräte. Kann man sie nicht irgendwie besiegen? Geonosianer sehen zwar wie Insekten aus, aber es sind brutale Krieger, die sehr gut mit Technologie umgehen. Insekten. Ihre Kampfdroiden haben einige unserer besten Leute auf dem Gewissen. Uns wird es auch nicht besser ergehen. Wir können nicht warten. Wir müssen die Geonosianer besiegen, bevor sie all unsere Vorräte stehlen. Wenn ihr genug von ihnen tötet, könnt ihr das Blatt vielleicht wenden und ein paar Vorräte zurückholen. Aber nein, es ist zu gefährlich. Warum ist denn das so dunkel? Ich werde sie vertreiben. Die Macht wird mich führen. Das ist unser Kampf. Wir können euch helfen, sie zu besiegen. Nein, sie werden uns alle töten, wenn wir sie angreifen. Wenn ihr die Geonosianer angreift, sie schwächt, dann könnten wir uns vielleicht davonschleichen. Der hat voll den ängstlichen Gesichtsausdruck. Egal, wie gefährlich es ist. Bitte, lasst uns mit euch kämpfen. Ich werde euer Leben nicht riskieren. Versteckt euch, bis ich euch den Weg freimache. Wenn ihr meint. Tut mir leid, dass wir nicht helfen können. Du hast Glück, dass dein Anführer weiß, was gut für dich ist. Wahrscheinlich hast du recht. Wenn der Weg frei ist, laufen wir zum Gleiterstartplatz. Ich kenne da einen Arzt, der uns zusammenflicken wird. So, was muss ich machen? Besiege 18 Geonosier. Fliegende Ratten. Hey, da kommt schon nochmal eins. Sollte auch mal hingucken, was da ist. Warte mal, was? Da ist jetzt so ein Bonus-Ding dazugekommen. Was jetzt? Zerstöre die Vorratskisten. Ja, aber wenn ich jetzt noch 5 klatsche, dann habe ich die Mission ja ohne Bonusmission abgeschlossen. Das ist ja auch wiederum scheiße, wenn jetzt bei den bei diesen Kisten überall welche sind. Da hinten pümmeln sie nämlich schon rum bei den Kisten. Das war mir so arschklar. Ist ja nicht so einfach gerade. Da pümmeln sie auch rum.
Ach komm, ist da was Scheiß drauf. Draufgeschissene. Okay, die Bonusmission zählt noch weiter. Cool. Ja, wenn es weiter nichts ist, wo sind die anderen Kisten? Hier ist noch eine. Oh, grüner Strahl. Das heißt wieder schöner Loot. Och, lass mich doch in Ruhe. Ich will doch nur den grünen Strahl. Hätte ich mir auch sparen können. Zwei Stück noch. Da steht noch einer. Und da hinten habe ich noch einen gesehen. Das sind aber bestimmt diese roten, großen, fetten. Da, so einer. Doch, da hatten wir doch hier in dem Haus gleich drei Stück drin. Klatsch mal die Ohren weg. Nee, das ist der andere. Okay, die drei waren also nutzlos, um zu klatschen. Hier ist noch ein Drohnenkommandant.
Kappa Bli QHM, danke für den Follow. Wow, falsche Richtung gesprungen. Zum roten Typsi. Da ist noch einer. Wo muss ich jetzt hin? Da lang. Hä, sicher? War das nicht hier drinne? Och komm. Bitte. So. Jetzt die Mission komplett fertig oder nicht? Warte mal, was? Kriegsmaschine? Nee, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt nicht. Ja, ich gehe schon lange, aber cheat großbar. Kontinger. Das ist nicht nötig, Doktor. Ihr könnt euch wieder euren Pflichten zuwenden. Die Rekruten ruhen und Cole wird sich vollkommen erholen, wenn die Ärzte mit ihm fertig sind. Wir haben von eurem Sieg über die Geonosianer gehört. Es muss eine beeindruckende Schlacht gewesen sein. Bla bla bla. Ja, finster als Beeindruckung, mein Sieg war glorreich, natürlich. Nichts ist spektakulärer, als eine ganze Armee auszulöschen. Ich kann es kaum erwarten, diese Aufregung selbst zu erleben. Ihr habt uns viel gelehrt. Dank euch werde ich ein vollwertiges Mitglied der Anchorhead-Miliz. Habt ihr noch einen Rat für mich, bevor ich den Dienst antrete? Wasch dein Gesicht! Tut mir leid, ihr seid auf euch allein gestellt. Ich verstehe. Ich habe mein Schicksal nun selbst in der Hand. Ich danke euch nochmals. Ich werde mich im Kampf nach eurem Vorbild richten. Okay. Das brauche ich halt einfach alles gar nicht. Das ist total nutzlos gewesen gerade. Ja. Und das ist auch nutzlos. Kann ich also alles verkaufen. Schließ die Wasserpiraten der Desta ab. Gut, aber nicht mehr heute. Ich werde jetzt gleich noch eine Runde Minecraft spielen. Oh nö, da ist der nächste mit so einem Plus. Ha, okay. Gut.
Ich werde jetzt aufhören, Star Wars zu streamen, sprich ich beende jetzt ganz kurz den Stream, starte ihn aber gleich wieder, weil ich jetzt noch eine Runde Minecraft spiele auf meinem Server. Natürlich Minecraft Omnifactory, das Modpack. Und am Freitag gibt es wieder Star Wars. Mal gucken, dann vielleicht sogar volle 6 bis 7 Stunden. Ansonsten hoffe ich, ihr bleibt dran und wir sehen uns gleich wieder. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und ja, der nächste Stream startet in 5 Minuten. Bis dahin, entweder bis gleich oder dann bis demnächst.